parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ausmaß dieser Ebola-Epidemie hat in der Tat dramatische Züge in Westafrika angenommen. Nahezu 6.000 Menschen sind bisher nach Schätzungen, nach den Registrierungen der Weltgesundheitsorganisation infiziert. Mehr als 2.800 Menschen sind an dieser Krankheit bereits gestorben. Und das eigentlich Beunruhigende ist die hohe Ansteckungsrate. Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Zahl der Ebola-Fälle etwa alle 3 Wochen verdoppelt. Es kann also durchaus sein, dass in wenigen Monaten die Zahl der Infizierten sich auf mehr als 100.000 belaufen kann. Damit erleben wir den bei weitem schlimmsten Ausbruch dieses Virus seit seiner Entdeckung vor fast 40 Jahren. Jenseits all des menschlichen Leids, das verbunden ist mit dieser Epidemie, hat diese Krise auch eine Reihe weiterer gravierender Auswirkungen. Die Gesundheitssysteme in Liberia, Guinea, Sierra Leone als den am meisten betroffenen Staaten stehen vor dem vollständigen Zusammenbruch. Das bedeutet, dass dann auch andere Krankheiten nicht mehr behandelt werden können. Es drohen Versorgungsengpässe. Der Ausbruch dieser Epidemie fiel in die Erntezeit. Die Felder können jetzt nicht mehr bestellt werden. Die Versorgung ist unterbrochen, weil die Grenzen dicht sind und die Straßen gesperrt. Nahrungsmittel werden knapp, die Preise steigen, der Handel funktioniert nicht mehr. Es gibt auch soziale Auswirkungen dieser Ebola-Epidemie, die wir noch gar nicht ganz absehen können. Es sind eine Reihe von Haushalten unter Quarantäne gestellt. Die Schulen sind geschlossen. Das Fußballspielen ist den Kindern verboten, aus Sorge vor Ansteckung, wie wir heute Morgen im Ausschuss erfahren haben. Kranke drohen, stigmatisiert zu werden. Viele Frauen bleiben auf sich allein gestellt. Viele Kinder werden zu Waisen. Die wirtschaftlichen und die sozialen Auswirkungen werden die betroffenen Länder noch lange spüren. Und damit werden nicht nur Erfolge unserer Entwicklungszusammenarbeit, die wir mühsam erreicht haben, wieder gefährdet, sondern es droht auch neues Konfliktpotenzial in einer ohnehin fragilen Region. Und deshalb, meine Damen und Herren, dürfen wir uns jetzt nicht abwenden von dieser Krise, sondern wir müssen uns hinwenden zu der Bevölkerung. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Wir müssen das Virus isolieren und nicht die betroffenen Länder. Eine gute Nachricht ist, dass ein Übergreifen auf weitere Nachbarstaaten bislang weitgehend verhindert werden konnte. In Nigeria und Senegal gibt es derzeit keine Neuinfektionen und ein zweiter Ausbruch von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo konnte eingedämmt werden, stand aber auch nicht im Zusammenhang mit der Epidemie in Westafrika. Aber, meine Damen und Herren, es ist doch sehr deutlich geworden, dass es sich hier nicht um ein Problem einzelner Länder handelt, sondern dass wir vor einer Frage der regionalen, ja der globalen Stabilität stehen. Das hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch bekräftigt, indem er festgestellt hat, dass die Epidemie eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt. Es ist eine Herausforderung für die gesamte internationale Gemeinschaft. Wir müssen unsere Anstrengungen eng koordinieren. Und deshalb begrüßt die Bundesregierung, dass die Vereinten Nationen am Samstag eine Sondermission eingerichtet hat zur Antwort auf diesen Ebola-Notfall, die United Nations Mission on Ebola Emergency Response. Erste Vorausteams sind vorgestern in der Region angekommen. Wir haben uns auch mit unseren europäischen Partnern verständigt, dass die Europäische Union 170 Millionen Euro bereitstellt, um diese Ebola-Epidemie zu bekämpfen. Der deutsche Anteil daran beträgt etwa 20%. Und wir leisten auch einen nationalen Beitrag mit den Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen können. Das Auswärtige Amt unterstützt Hilfsorganisationen, die vor Ort humanitäre Nothilfe leisten können. Das Gesundheitsministerium unterstützt deutsche Forschungsinstitute, die bei der Diagnostik und der Ausbildung von Fachpersonal vor Ort helfen. Das Verteidigungsministerium beteiligt sich am Aufbau einer Luftbrücke und stellt medizinische Hilfe bereit.
ebenso wie das Innenministerium. Und ich finde es ein bemerkenswertes Zeichen, dass sich bei der Bundeswehr innerhalb von 24 Stunden hunderte Freiwillige aus Deutschland gemeldet haben, die an der Ebola-Bekämpfung mitwirken wollen. Und es melden sich täglich mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich ein beeindruckendes Signal von Hilfsbereitschaft und praktizierter Nächstenliebe. Wir wissen alle, dass dieser Einsatz mit Risiken verbunden ist. Und deswegen möchte ich allen, die hier helfen, unsere Hochachtung und unseren Dank aussprechen. Ich beziehe in diesen Dank ausdrücklich die vielen Helferinnen und Helfer von Rettungsorganisationen ein, wie dem Deutschen Roten Kreuz, Caritas und insbesondere Ärzte ohne Grenzen, deren Experten bis zur Erschöpfung arbeiten, um vor Ort Menschenleben zu retten. Vielen Dank für dieses Engagement. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das Entwicklungsministerium trägt mit unseren Instrumenten dazu bei, diese Epidemie zu bewältigen. Wir unterstützen den Krisenplan der Weltgesundheitsorganisation mit 10 Millionen Euro. Diese Mittel werden eingesetzt, um die Bevölkerung aufzuklären über die Krankheit und die Ansteckungsgefahren, um Ärzte und Pflegepersonal weiterzubilden, um zusätzliche Behandlungsstationen für Ebola-Patienten aufzubauen und auch um Schutzmaterial und Medikamente zu beschaffen. Wir bemühen uns auch, wo immer möglich, in unseren laufenden Vorhaben vor Ort Mittel so einzusetzen, dass wir jetzt helfen können. Und wir unterstützen auf diesem Wege unter anderem auch Ärzte ohne Grenzen. Ich verhehle nicht, dass wir durchaus noch mehr könnten mit den Partnerstrukturen, die wir vor Ort haben, mit den Netzwerken zu lokalen Experten, zu Hilfsorganisationen. Wir sind durchaus in der Lage, weitere 30 bis 35 Millionen Euro zügig und wirksam mit unseren Partnern umzusetzen. Aber es wird Sie nicht überraschen, dass die im Haushaltsentwurf noch nicht stehen, weil der schon vom Sommer ist. Und was überplanmäßig möglich ist, das müssen wir bitte im Ressortkreis besprechen und auch mit dem Deutschen Bundestag verhandeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entwicklungszusammenarbeit kann jetzt ihre Erfahrungen nutzen und ihre Strukturen, um schnell und wirksam zu helfen. Denn jetzt geht es darum, Leben zu retten. Aber wir müssen auch jetzt schon überlegen, wie es danach weitergeht. Wir müssen auch jetzt schon die betroffenen Länder dabei unterstützen, die Folgen der Krise zu überwinden und Strukturen zu schaffen, die die nächste Katastrophe vermeiden helfen. Das Entwicklungsministerium investiert jedes Jahr 700 Millionen Euro in den Aufbau von leistungsfähigen Gesundheitssystemen. Und diese Krise um Ebola zeigt, wie wichtig, wie überlebensnotwendig das ist, denn in den betroffenen Ländern fehlt es an funktionierenden Gesundheitsstrukturen und es fehlt auch an Vertrauen in öffentliche Einrichtungen. Wir wollen einen Beitrag leisten, in Liberia, Guinea und Sierra Leone jetzt diese Krise zu überwinden. Aber wir wollen auch einen Beitrag leisten, damit solche Krisen künftig gar nicht erst entstehen. Wir wollen mit den Instrumenten Entwicklungszusammenarbeit Strukturen schaffen, damit Vertrauen wieder wachsen kann und damit nachhaltige Entwicklung gelingt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Silberhorn. Nächste Rednerin.